Zwei Tage später ist in Berlin Arbeit angesagt. Wir sind heute beim Videodreh hier zu meiner neuen Single von meinem neuen Album. Erste Single, Under My Skin. Tylee ist heute das erste Mal bei einem Videodreh dabei, weil er heute Morgen unbedingt mitkommen wollte. Und jetzt gehen wir zum ersten Set. Ja, aber du kannst nicht mit reinkommen, dann musst du hier an der Seite sitzen bleiben, okay? Ich wollte heute Morgen unbedingt mitkommen. Er hat das nicht akzeptiert, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt arbeiten. Er hat gesagt, ich will jetzt mitkommen. Du hast gesagt, ich darf mit nach Berlin und ich möchte auch mitkommen. Ich sage, okay, du musst dich aber den ganzen Tag ruhig verhalten. Na, ich muss halt arbeiten. Du kannst auch nicht ständig zu mir ins Set springen. Sarahs Freundin Miria hat angeboten, sich am Set um den vierjährigen Tyler zu kümmern. Der ist bestimmt froh, dass du hier bist. Ne? Der ist ganz aufgeregt. Der wollte mitkommen heute. Ich wollte jetzt schon wieder völlig entspannt. Ich bin gerade schon runtergesprungen. Wer ist hier, ne? Ich glaube schon, dass Sarah ziemlich gestresst ist. Aber natürlich lässt sie das vor Tyler nicht. Man lässt sie das Tyler nicht spüren, weil er ist nun auch ganz, ganz glücklich, dass er das erste Mal dabei sein darf. Und ich denke mal, dadurch, dass ich jetzt auch da bin und mit ihm ein bisschen spielen kann, ist sie auch ein bisschen erleichtert und ja, kann sich dann wiederum mehr auf das Drehen konzentrieren. Währenddessen besuchen Mark und seine Schwägerin Lulu eine Ausstellungseröffnung in Frankfurt. Lulu ist schön, ein richtiger Profi. Und sexy ist sie auch. Wir nehmen sie immer öfter mit auf Events, um ihr das Lampenfieber zu nehmen und an die Presse zu gewinnen. Wenn sie berühmt werden will, muss sie das alles können. Drehpause in Berlin. Das gibt den Freundinnen ein wenig Zeit für ein privates Update. Ja, aber apropos, ich habe das jetzt gelesen, ja auch, wie so Marco jetzt wirklich in die USA, das ist doch ein Witz, oder? Naja, also der denkt ja schon immer nach, ne? Der ist schon, erwähnt das mal wieder. Ich weiß auch nicht, wie ernst er das meint. Der hat neulich ein Interview gegeben, ohne dass der es überhaupt wusste darüber. Ich wusste nicht, dass also, wie das so rüberkam, war das schon sehr ernst. Das hast du mir auch nicht so erzählt, also dass das so schon so akut irgendwie. Es hat mir doch schon ein bisschen Angst gemacht. Mir war das auch nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Also eigentlich hätte ich jetzt immer gesagt, wenn mich jemand fragt in Interviews, sage ich immer, es ist für mich keine Option, ne, momentan nach Amerika zu gehen. Ich meine, gut, man kann sich ja eine Wohnung irgendwie in L.A. oder sowas mal, oder können wir das auch nutzen? Ja. Das Ding ist halt, dass die Eltern von Marc auch immer dann so sind, so, oh, ihr solltet mehr hier sein und mehr Zeit hier verbringen und wir sehen unsere Enkelkinder nie und so. Und das kann ich ja auch verstehen. Meine Mama würde ausflippen, ne, wenn die uns so selten sehen würde, wie Marks Eltern Tyler und Summer sehen. So, Jan, wir bräuchten Summer mal bitte am Set. Wir wollen, Also ich kann schon nachvollziehen, dass Marc diesen Wunsch hat, in seine Heimat wieder zurückzugehen oder zumindest auch eine längere Zeit dort zu verbringen. Aber ich kann natürlich auch Sarah verstehen, die irgendwie hier ihre Base hat, irgendwie mit ihrem Job und den Kindern und dass sie nicht alles von heute auf morgen über den Haufen werfen wird und alles stehen und liegen lässt. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Sehen Sie jetzt. Knochenarbeit für Sarah. Muskelentspannung für Marc. Und Sarahs Geburtstag. Feueralarm und Liebesglück. Mach mit und gewinne 2000 Euro. Dazu musst du folgende Frage richtig beantworten. Wie heißt unser Sohn? A. Olga. Oder B. Tyler. Am Set von Sarahs neuem Videoclip-Dreh wird es heiß. Das ist nichts für den vierjährigen Tyler. Sarahs Freundin Miriam nimmt den Kleinen mit. Von seiner Mama wird jetzt vor der Kamera alles abverlangt. Auf Anfang bitte, Playback ab. Für die Choreografie hat sich Sarah Marvin Smith ausgesucht, der bereits mit Madonna zusammengearbeitet hat.
been good. We just, this is the first time that we've worked together, actually. And it's been great. It's been really cool. She's a hard worker. Es ist schon richtig anstrengend. Es ist echt Arbeit. Das ist jetzt richtig Knochenarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, meine Knie werden nachher komplett blau sein. Mit diesem Ganzen auf den Boden schmeißen. Und ich fühle mich jetzt, als ob ich irgendwie einen Marathon gelaufen bin. Aber Hauptsache ist hinterher geil aus. Und so sieht der fertige Clip aus.